Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Ich möchte, dass wir für einen Moment so einfach zum Himmel schauen und gib doch Jesus dein Best Smile heute Morgen. Sag ihm einfach, hey, Jesus, es ist so schön, dich zu kennen. Jesus, es ist so schön, erlöst zu sein von dir. Es ist so schön, dein Kind zu sein. Amen. Amen. Und wenn das noch nicht zutrifft auf dich und du bist heute dabei, möchte ich sagen, hey, du hast heute die Möglichkeit, dein Leben Jesus anzuvertrauen und sein Kind zu werden und hey, versöhnt zu werden mit Gott. Ja, wir waren heute Morgen, ich glaube Schweizerdeutsch gab Predigt, Amen, Amen, okay, ist gut. Ja. Sorry, ich bin etwas deformiert vom Buch Eck, weil wir immer im ersten Gottesdienst Hochdeutsch haben. So, jetzt ist aber Schweizerdeutsch. Was soll ich mit meinen schlechten Gefühlen tun? Das ist das Thema vom heutigen Morgen. Negative Gefühle. Und ich denke, wir alle, wir wissen von uns selber, wir sind Menschen, uns ist es nicht immer ums Jubeln, uns ist es nicht immer um zu preisen und sogar in unserem Glaubensleben erleben wir, dass wir durch gewisse Schwankungen gehen, wir erleben es, dass wir Tage haben, da sind wir vielleicht voll Glauben, voll Zuversicht und es gibt Tage, wo wir eher mit Zweifeln kämpfen in unserem Leben, wo wir eher, ja ich sage jetzt vielleicht auch durch das, was um uns herum geschieht, mehr irgendwo beeinflusst sind. Und irgendwo, ich glaube, Gott will uns heute Morgen helfen. Wir möchten nicht bestimmt sein von unseren Umständen. Wir möchten als Menschen, die Jesus nachfolgen, unser Fundament ist nicht, wie geht es mir, wie geht es meiner Gesundheit, wie geht es meinen Nächsten, sondern unser Fundament ist, hey, wie geht es uns mit Jesus? Und ich finde es immer so lässig, es gibt Leute, wo ich sie manchmal frage, wie geht es dir, sagen sie immer, hey, es geht mir gut mit Jesus. Und ich glaube, das können wir immer sagen, oder? Es geht uns gut mit Jesus. Und ich glaube, es ist so wichtig und so entscheidend, dass wenn wir auf dem Fundament von der Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus, wenn wir auf dem Fundament stehen, dass wir auf dem Fundament wirklich ein anderes Leben können aufbauen. Und um das geht es auch heute Morgen. Und ich glaube auch, wenn du vielleicht Jesus schon lange kennst, ich glaube, du wirst etwas mitnehmen können, dass dein Leben und dein Glaube stabiler wird sein, ausgeglichener wird sein und dass du stärker in deinem Inneren wirst, egal was an dein Leben ankommt. Und ich glaube, das wünschen wir uns ja alle. Römer 5, 1 bis 11, wenn wir lesen miteinander. Da wir nun, ist aber Hochdeutsch, genau, machen wir es Hochdeutsch. Da wir nun durch den Glauben von Gott gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden. Und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Ja, wir freuen uns auch dann, wenn Sorgen und Probleme uns bedrängen. Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben, am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott
versöhnt hat. Soweit Gottes Wort. Ich möchte noch mal kurz beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, das wir heute Morgen lesen können. Und Vater, ich bete einfach, dass du durch deinen Heiligen Geist dieses, das geschriebene Wort nimmst heute Morgen und dass es für uns zur Nahrung, zur Speise, zu einem Wegweiser, zur Ausrichtung dienen darf. Gebrauche du dein Wort, Herr Jesus, und lass durch deinen Heiligen Geist etwas in unser Leben und Herzen hineingelegt sein und hineingelegt werden, das Auswirkungen bringt, Herr, für unser tägliches Leben, aber auch für die Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, wir möchten stark werden im Glauben. Wir möchten nicht in erster Linie von unseren Gefühlen bestimmt sein. Und Gott gibt uns hier, nachdem wir in den letzten Wochen darüber gesprochen haben, dass wir gerecht geworden sind durch den Glauben an Jesus Christus, dass wir versöhnt worden sind mit Gott, dass wir herausgenommen wurden aus dem Zorn Gottes, den er hatte über unser Leben, hineingestellt wurden in den Frieden mit ihm, nimmt uns Gottes Wort heute Morgen in ein paar Dinge hinein, wie nun unser Glaubensleben, unser Alltagsleben durch diese Realitäten verändert werden kann. Und es ist interessant, das Erste, was wir in diesen Versen lesen, Vers 1 bis 2, hey, das ist nochmal ein Jubelruf von Paulus, der da sagt, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Hey, und ich, wenn ich diese Verse lese, ich spüre es Paulus geradezu an und er sagt, hey, freut euch doch mit mir über das, was geschehen ist. Liebe Freunde, die große Gefahr, wenn wir länger mit Jesus unterwegs sind, ist die, dass wir uns gewöhnen an das Gute und das Kostbare und das Herrliche, das wir schon erfahren haben. Und ich glaube, dass Gott uns in unserem Leben immer wieder aufwecken will und sagen, hey, schau mal auf das Fundament, auf dem du stehst. Und ich möchte diesen Aufruf von Paulus eigentlich so den Titel geben oder das, was du, ich möchte, dass du es mitnehmen kannst für dich. Und das ist das, feiere deinen Frieden mit Gott täglich. Feiere diesen Frieden täglich. Schaut, worum geht es? In den letzten Sonntagen haben wir gesehen, dass Gottes Zorn über uns als Menschen ruht. Und zwar, weil wir unsere Willensfreiheit missbrauchen, weil wir unsere eigenen Wege gegangen sind, weil wir uns, hey, von uns selbst und unseren eigenen Wünschen und unseren eigenen Gedanken haben bestimmen lassen, anstatt dass wir uns von Anfang an danach ausgerichtet hätten, was willst du, Gott? Was willst du, mein Schöpfer? Was ist dein Plan? Was tun wir als Menschen? Wir nehmen unser Leben in die eigenen Hände. Wir denken, wir sind schlauer als Gott, wir denken, wir können es alleine. Wir dienen unseren eigenen Götzen, wir suchen unser eigenes Glück und wir gehen an Gott vorbei. Und Gott sagt, hey, Gott hat ein Problem damit. Das ist der Grund, warum der Zorn Gottes auf uns Menschen und über unsere Sünde ruht. Und der Zorn von Gott ist nicht irgendwie, dass Gott, das ist nicht eine unbeherrschte Reaktion von Gott, sondern der Zorn von Gott ist Gottes gerechte Einschätzung unseres Verhaltens, nämlich dass wir glauben, und das ist die Sünde von uns Menschen, wir können es ohne Gott in unserem Leben. Und nun sagt Paulus uns hier nochmal, hey, hör mal, das ist Vergangenheit. Das ist Vergangenheit. Durch den Glauben an Jesus Christus hast du Frieden mit Gott bekommen. Das heißt, der Zustand, die Art und Weise, wie Gott dich sieht, hat sich fundamental verändert. Es ist wahr, Gott liebt uns, ob wir ihm folgen oder nicht. Aber liebe Freunde, der Zorn Gottes geht nur weg in unserem Leben, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen und auf seine Erlösung, auf die Vergebung durch sein Blut. Und er sagt hier, durch den Glauben an Christus sind wir nun gerecht geworden und wir haben Frieden mit Gott. Weißt du, was das ist? Wenn man Frieden hat mit jemandem, weiß nicht, ob du dich noch so an die Zeit vielleicht im Kindergarten erinnern kannst, vielleicht hast du auch im Sandkasten gespielt und im Sandkasten bekommen die Kinder manchmal Krach miteinander und so. Und ich weiß noch so als Jungs, wir haben dann mit unseren Nachbarn, wenn wir irgendwie Krach gehabt haben, am Schluss, wir haben einander die Hand gegeben, haben gesagt, Friede, Friede.
Und das war so das Zeichen, hey, von jetzt an werden wir wieder lieb und nett sein miteinander. Ich muss nicht befürchten, dass der andere irgendwo noch gemein ist oder meine Sandburg kaputt macht und ich natürlich auch nicht seine kaputt mache. Friede. Und liebe Freunde, das ist das, was wir mit Gott haben. Hey, Gott hat uns seine Hand ausgestreckt und er sagt, du hast Frieden mit mir. Du stehst nicht mehr unter meinem Zorn, sondern du stehst unter meiner Gunst, unter meiner Güte, unter dem Wohlergehen, das ich deinem Leben schenken möchte. In Vers 9 sagt es nochmal so deutlich dann, durch das Blut von Christus sind wir in Gottes Augen gerecht gesprochen worden. Und es ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Denn wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden. Versöhnt worden. Oder eine andere Übersetzung sagt, wir sind befreundet worden mit ihm. Am Schluss, im Vers 11 haben wir es gelesen. Wir sind nun Freunde von Gott geworden. Und ich weiß nicht, wie du über Gott denkst, aber denkst du an ihn als deinen besten Freund in deinem Leben? Oder ist er immer noch so der Gott, etwas weit weg, gelegentlich etwas näher? Nein, wir sind durch den Glauben an Christus, sind wir zu Freunden von Gott geworden. Wir stehen unter diesem Schutz. Und ich habe das mal so emotional, so etwas irgendwo auch miterlebt. Wir waren als Familie, als junge Familie, sehr unerfahren im Wandern, weil wir als Kinder sind wir immer mit den Eltern mitgegangen zum Wandern. Und ich wollte dann viele Jahre nicht mehr wandern. Und dann hat man selbst Kinder. Und was macht man dann? Ah, man geht wieder zum Wandern. Und es war ein strahlend schöner Tag im Engadin. Und wir sind losgegangen mit unseren Kindern. Die Älteste, die konnten wir gerade an der Hand halten, die konnte schon selber gehen. Und die kleinste Anna, die war dann in der Tragtasche hin auf meinem Rücken. Und sind losgegangen. Hey, und plötzlich, innerhalb von einer halben Stunde, hat sich das Wetter dermaßen verschlechtert. Wolken sind aufgezogen und Regen kam. Und ihr wisst, wenn es in den Bergen anfängt zu regnen, ist nicht mehr lustig. Es wird eiskalt und ich weiß nur noch, hey, ich hab Anna auf der Trage so gehalten, ihre nackten Beinchen gehalten, dass sie nicht so kalt bekommt und Eva hat Tamina an der Hand genommen und wir sind gerannt und gerannt und gerannt durch den Regen, so gut es irgendwie ging. Hoffentlich haben wir immer gedacht, fallen wir nicht noch um auf den nassen Steinen und irgendwann waren wir in der Berghütte drin. Und als wir in dieser Berghütte ankamen, hey, es war innerhalb von ein, zwei Minuten hat sich die Atmosphäre sowas von verändert. Vorher war es so bedrohlich gewesen. Ich glaube, ich habe ein Foto dabei von der Hütte, die man sehen kann. Und es war, als hätte sich die Atmosphäre verändert. Und zwar vorher war irgendwie so der ganze Himmel gegen dich. Und dann bist du in der Hütte drin und dann ist einfach Frieden. Und vorher waren wir so etwas wie unter Panik und dann haben wir einander einfach so entspannt ansehen können und wir wussten einfach, jetzt ist alles gut, jetzt ist alles gut. Und wir haben dann den Kindern gesagt, ja, bestelle, was ihr wollt, ist egal, schaut nur auf die linke Seite auf der Karte. Und ich denke, das ist so diese Freude, diese Geborgenheit, die wir bekommen, weil wir nicht mehr unter dem Zorn Gottes stehen. Wir haben Frieden mit Gott. Und liebe Freunde, ich glaube, das, was wir haben in Gott, wie bleibt das lebendig? Schau mal, es bleibt nur lebendig, indem wir, jetzt bin ich schon wieder auf Hochdeutsch, merke Gott. Indem wir das wirklich feiern miteinander. Wir feiern das, und zwar, warum? Schaut, den Geburtstag, den feiern wir ja auch in unserem Leben. Das ist einer der grössten Tage, die wir erfahren haben. Also, ich denke es wenigstens in deiner Familie, wir feiern, oder, wo du auf die Welt gekommen bist. Und seither feierst du den Geburtstag jedes Jahr. Wie viel mehr sollten wir den grössten Geburtstag, den wir haben in unserem Leben, feiern? Und weißt du, ich glaube, das ist der Grund, warum Gott uns eben auch einlädt und sagt, hey, weißt du, nimm dir täglich Zeit für ihn. Mir hat letzte Woche auch jemand am Telefon gesagt, oh Matthias, weißt, ich habe im Glaubensleben einfach so Mühe und so. Weißt, loben, Dank und preisen kann ich, aber ich kann sonst nicht beten. Habe ich gesagt, ja, was willst du denn noch mehr? Das ist sowieso das beste Gebet. Und ich glaube,
das ist wirklich der Punkt, wo Gott uns auch in seinem Wort immer wieder auch einlädt und sagt, hey, preis Gott täglich. Schaut, unsere Gebetszeit, unser Lesen vom Wort Gottes, wir sollten uns für das nicht Zeit nehmen, weil wir religiöse Leute sind, weil man das einfach macht, sondern hey, Gott lässt uns ein, Zeit mit ihm zu verbringen, in seiner Gegenwart zu verbringen, sein Wort zu lesen. Warum? Damit wir feiern, was wir bekommen haben. Weißt du, und ich wecke, dass vielleicht, wenn du es vielleicht ganz neu auch musst entdecken, hey, investier nächste Woche etwas in deine Beziehung zu Gott, in deine Zeit mit Gott. Hey, vielleicht fangst du an und du gehst auf einen Spaziergang mit Gott. Ich weiss, mein Papa war so ein Spaziergänger mit Gott. Der hat gesagt, hey, im Wald, da kann ich am besten Gott loben und preisen, da kommen mir die besten Gedanken. Ich habe es dann auch ausprobiert und ich habe gemerkt, wenn ich gehe spazieren und beten, hey, dann sehe ich überall Sachen im Wald und so weiter. Und ich bin jedes Mal nach 2 Minuten bin ich nicht mehr am Betten, sondern ist irgendetwas anderes. Es war nicht so mein Ding. Ich habe gemerkt, hey, ich habe ein Bett bei mir im Büro, dort knülle ich an mir an oder in der Stube knülle ich an und ich merke, das ist die Art und Weise, wie ich die Zeit mit Gott einfach geniessen und feiern kann. Vielleicht steckst du wieder mal eine Kerze an. Weißt du, es muss ja nicht religiös sein, Kerzen anstecken, sondern es kann etwas sein, wo du sagst, hey, weißt du, wie an einem Geburtstag, wie an einem Fest, ich feiere die Zeit mit Gott. Oder nimmst wieder mal Musik dazu, Anbetungsmusik. Hey, mach doch die Zeit zu der besten Zeit in deinem Tag und feier, ich habe Frieden mit dir. Wir sind versöhnt miteinander. Hey, ich habe eine Freundschaft Gott mit dir und du hast eine mit mir. Das ist das Beste und weißt du, es ist das Wichtigste für den ganzen Tag. Es ist wichtig als deine Arbeit, es ist wichtig als das, was du wirst essen, es ist wichtig als all deine Verpflichtungen, die du hast. Das ist das Lebensfundament, auf dem du da stehst und auf dem du wirst stehen in Ewigkeit. Aber bitte feier's. Feiern tun wir Sachen, die wir stärken wollen. Feiern tun wir Sachen, die kostbar sind. Und liebe Freunde, das ist das Kostbarste, was wir bekommen haben. Von Gott. Frieden mit ihm in Ewigkeit. Und das Zweite, hey, du baust wirklich Stärke und Fundament in deinem Glauben an Gott. Und jetzt kommt ein ganz, ganz ein schwieriger Punkt. Und das ist, indem du lernst, mit Freude an Gott, anstatt mit Frust zu reagieren. Und das haben wir aus dem Text gelesen. Und zwar geht es um Folgendes. Hey, was passiert, wenn du eine negative Botschaft überkommst? Was passiert, wenn Probleme an dein Leben ankommen? Was passiert, wenn deine Gesundheit nicht so ist, wie du gern wettest? Was passiert, wenn du nicht sicher bist, was wird kommen in den nächsten Tagen? Vielleicht im Hinblick auf deine Finanzen, auf deine Gesundheit, vielleicht im Hinblick auf Menschen, vielleicht im Hinblick auf deinen Job. Weißt du, in den allermeisten Fällen reagieren wir mit Sorgen, mit Belastung, mit Frust, warum? Warum das? Schaut, der Grund ist der, und ich weiss, es ist ein bisschen scharf formuliert, aber wir hängen unsere Erwartungen als Glück in unserem Leben, auch als Christen, noch so schnell an unser Leben und unsere Umstände, wie es uns geht, anstatt auf Gott. Amen. Und liebe Freunde, dem sagt die Bibel Götzendienst. Götzendienst ist das, wenn wir unsere Erwartungen im Leben, dass es uns gut geht, dass wir Erfüllung erleben, an andere Sachen hängen als an Gott. Und das ist der Bereich, wo wir Erlösung brauchen in unserem Leben. Und weißt du was, und wenn es dich jetzt trifft und du sagst, Matthias, das ist unangenehm, wenn du das sagst, weißt du was, dann darfst du jetzt zu Jesus rufen in deinem Herzen und sagen, ich brauche eine Lösung von dem Zug in meinem Leben. Schaut, was sagt nämlich der Paulus? Wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Und jetzt sagt er, wir freuen uns auch dann, wenn Sorgen und Probleme uns bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden oder durchzuhalten. Jetzt kannst du sagen, ja Matthias, die Bibel ist einfach ein bisschen lebensfern oder lebensfremd. Ja, auf eine Art hast du recht. Die Bibel redet nämlich nicht menschlich, sondern sie redet göttlich. Die Bibel zeigt uns nicht auf, was menschlich möglich ist, sondern was mit Gott möglich ist.
Und weißt du, und der Paulus sagt da innen, weißt du, hey, du hast doch ein komplett neues Lebensfundament. Du schaust doch mit Freude auf die Herrlichkeit Gottes. Du hast Frieden mit Gott, du bist versöhnt mit Gott, du bist ein Freund von Gott. Hey, was soll geschehen in deinem Leben, wo so dramatisch und wo so schlimm ist, dass es dir den Boden unter den Füßen wegziehen könnte? Und er fast selbst erklärt und sagt, nichts, nichts. Du bist doch verbunden mit der grössten und der herrlichsten Realität. Darum sagt er, hey, darum schauen wir mit Freude auch Sorgen und Probleme entgegen, wenn sie kommen. Letzte Woche, ich weiss auch, ich bin unterwegs gewesen, und plötzlich blitzt es mich innerorts. Ich schaue auf den Tacho und ich sehe auf meinem Tacho 50 oder 51 und ich denke, es kann nicht sein. Plötzlich sagt meine Frau am Abend, du, vielleicht war es eine 30er-Zone. Oh meine Güte, ich habe dann schnell im Busseregister nachgeschaut. Okay, ich weiss nicht, wie es ausgeht. Aber weißt du, in dem Moment, ich habe plötzlich gemerkt, hey, plötzlich kommen die Sorgen. Ich habe gemerkt, du, wenn du über 20 schneller bist, also geht es nicht mit einer Verzeigung ab, sondern dann sehen wir mich das nächste Mal mit dem Velo auf Silber fahren. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber ich habe gemerkt in dem Moment, es will mir einfach, es will mir die Freude, es will mir etwas rauben, jetzt kommen die Sorgen. Und ich habe gewusst in dem Moment, Matthias, jetzt weißt du was, lass dich nicht von dem bestimmen, sondern freu dich. Und ich sage, Gott, ich soll mich freuen, wenn ich noch einen riesen Fehler habe gemacht. Er sagt, freu dich, Matthias. Du freust dich nicht, weil du Sachen gut machst, sondern du freust dich an der Gnade von Gott in deinem Leben. Amen. Ich möchte das nicht als Ermutigung. Ja, okay, gut. Aber schaut, und wir müssen das lernen. Das ist nicht menschlich, die Reaktion, sich zu freuen, sondern es ist eine göttliche Reaktion, wo Gottes Geist in unser Leben will reingeben. Und schaut, es gibt uns der Paulus da drin zwei, drei Ermutigungen. Und zwar, er sagt, weißt du was, Geduld macht dich innerlich stark oder es lehrt dich, durchzuheben. Weißt du was, wenn Probleme kommen an dein Leben, wenn Sorgen an dein Leben kommen, ruft der Gott zu, weißt du was, bist im Trainingsprogramm. Du bist an der Universität Gottes. Du bist an der Hochschule Gottes. Warum? Weil Gott nicht will, dass du bleibst, wie du bist, sondern weil er in deinem Leben einen Glauben will verankern, der dich eben anders macht. Ist es ein Privileg, in der Hochschule Gottes zu sein? An der Universität Gottes. Hey, das ist die wichtigste Schule, die es gibt auf dem Leben, in dem Leben, wie Gott in der Schule sein. Und dann sagt er nicht nur das, er sagt, weißt du was, es macht dich zuversichtlich in der Hoffnung auf der Lösung. Weißt du was, wenn mir Leid und Not begegnet, dann geschieht eben oft Folgendes. Erst in diesem Moment überlegen wir uns meistens wieder, was zählt wirklich im Leben. Was ist wirklich essentiell? Wenn es uns manchmal zu gut geht, gehen wir an diesen wichtigen Fragen vorbei. Und liebe Freunde, was wirklich zählt am Schluss, ist nicht in erster Linie das, wie geht es mir da jeden Tag, sondern wie geht es mir in Ewigkeit. Das ist das, was zählt. Was sind die 80 Jahre da unten, die wir haben, im Vergleich zu Millionen, Milliarden von Jahren in der Ewigkeit. Das ist das, was zählt. Und er sagt, das macht uns zuversichtlich in dieser Hoffnung auf der Lösung. In anderen Worten, weißt du was? Egal, was geschieht auf dieser Welt, ich weiss, das Beste steht mir bevor. Das Beste steht mir bevor. Ist das nicht genial? Und nicht nur das, sondern, hey, er sagt dann im Vers 11 nochmal, wir freuen uns darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben. Weißt du was? Wenn alles in deinem Leben zusammengeht, denk daran, das Wichtigste, was wir haben in unserem Leben, ist eine Beziehung zu Gott. Eine Beziehung zu ihm, zum Allerhöchsten. Beziehung mit ihm, der uns geliebt hat vor Grundlegung dieser Welt. Eine Beziehung zu dem, der uns mit Namen kennt. Eine Beziehung zu dem, der eine Realität erschaffen hat, die wir mit unserem menschlichen Sinn gar nicht wahrnehmen können. Eine Beziehung zu haben zu ihm, zum Schöpfer, zum König, zum Herr von allen Herren. Das ist das Wichtigste. Und ich möchte auch sagen, das Umlehren, das ist manchmal so schwierig. Ich weiss noch, als ich in der Lehre war,
haben sie mich einmal für 3 Monate lang verdonnert, an der Lötmaschine zu arbeiten. Und zwar, das war eine riesige Halle und dort geht es um Folgendes, dass es so Print mit sind ICs und so drauf, also so elektronische Bauteile gewesen. Und die sind dann auf einem Print, so Platten mit Löchern drin, sind dann über Lötwellen gelaufen und dann sind das alle Lötstellen sind dort innerhalb von Sekunden dann erfolgt. Und am Schluss, ich einfach musste kontrollieren, sind die Lötstellen richtig. Und ich war so was von hässig innerlich. Ich habe gedacht, meine Güte, 3 Monate lang so eine doofe Arbeit machen. Erstens, du lehrst nicht, du wirst intellektuell nicht herausgefordert. Hey, billige Arbeitskraft. Und ich bin steinhässig heim, als ich das gehört habe. Und dann am nächsten Tag bin ich in dieser Halle drin und habe die Print übergebracht und einer um den anderen und machen wir das halt. Und plötzlich spüre ich, wie Gott zu mir redet und sagt, Matthias, du reagierst mit Frust auf die Situation. Du könntest ganz anders reagieren. Du könntest mit Freude reagieren. Ich habe gesagt, es gibt keinen Grund, um mich da zu freuen an so einer Scheissabend. Und ich weiß noch, und Gott hat nicht Glück gelassen. Und plötzlich habe ich gedacht, und da hat mir Gott so geholfen. Du bist allein in dieser grossen Fabrikhalle, etwa die Hälfte so gross wie da. Kein Mensch war dort, den ganzen Tag allein. Matthias, das ist deine Chance, Gott zu loben und zu preisen, ihn gross zu machen, Worship-Zeiten zu haben mit Gott. Und ich kann sagen, ich habe diesen 3 Monate lang, glaube, mehr in neuen Sprachen am Schluss können reden, mehr können beten, als in allen 4 Lehrjahren miteinander. Und am Schluss, ich kann sagen, ich habe mich so was gefreut, jeden Morgen in die Firma zu gehen. Und ich habe gemerkt, hey, ich bin ja mit Gott dort. Ich kann Gott dienen. Ich werde zahlt in einer säkularen Firma 8 Tage am Stock zu beten, go gross machen, go zu loben und zu preisen. Das war die beste Zeit in meinem Leben. Aber ich musste umdenken, umlehren. Und das ist nicht so einfach. Ich weiss auch, mir ist das so gegangen beim Tennisspielen. Ich hatte so eine ganz dumme Mode und ich bin bis heute kein guter Tennisspieler. Aber, und zwar, wenn der Böller kam, ich habe immer aufs Racket geschaut. Und ich weiss noch, wie mein Lehrer mir gesagt hat, Matthias, du musst umlehren, du schaust als falschen Ort, du musst schauen auf den Ball, der kommt. Auf den Ball. Und ich kann sagen, ich weiß auch nicht, ich habe das sicher 100, 200 Mal machen müssen, bis es mir in Fleisch und Blut übergegangen ist. Du schaust nicht auf dein Racket, du schaust auf den Ball, der kommt. Und Geschwister, die manchmal müssen wir so umlehren, auch mit Gott. Er sagt dir, lehr mit Freude an Gott und nicht mit Frust auf die Sachen, auf Probleme und auf die Sorgen im Leben zu reagieren. Hey, und drittens. Dann sagt er am Schluss, und er redet über die Liebe von Gott. Und ich glaube, das ist der dritte Punkt, wo Gottes Wort uns heute Morgen einfach weitergeht, um unseren Glauben stabil, fest und auch im Alltag tragfähig zu machen. Bleib in der grossen, grossen Liebe von Gott. Im Vers 5 und Vers 8 heißt es, wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Weißt du, in diesem Vers steht 3-mal drin, wie sehr Gott uns liebt, wie er uns erfüllt mit seiner Liebe und wie er seine grosse Liebe uns bewiesen hat. Ein Bibelvers sagt, hey, wenn etwas ganz sicher ist, soll es dir 2 oder 3 Zeugen bestätigt sein. Und ich bin überzeugt, wo der Paulus da den Römer 5 geschrieben hat, hat ihn Gott so getrieben dazu und sagt, hey, beton die Liebe von Gott ganz, ganz fest und nochmal und nochmal und nochmal. Wir sagen ja immer in einem guten Aufsatz, solltest du nicht immer wieder die Sachen wiederholen. Aber weißt du was? Es gibt Sachen, die müssen wir immer und immer und immer wieder hören. Und das ist die Botschaft, dass Gott uns liebt. Dann schaut in unserem Alltag rein, wenn wir an Problemen ohne laufen, wenn wir den Eindruck haben, Gott
wirkt nicht so, wie man es jetzt erwartet hätte. Weißt du, sofort kommt der Zweifel an der Liebe von Gott. Und heute Morgen will Gott dir Folgendes einfach weitergeben. Hey, weißt du was? Dass wir lernen in unserem Leben, diesen Zweifel an seiner Liebe, die Wahrheit vom Wort Gottes entgegenzusetzen. Da innen steht es dreimal, wie gross die Liebe ist von Gott, wie sehr er uns liebt. Der Paulus sagt, wir wissen. Ich weiss, wir sind in den letzten Monaten sind wir durch viele auch Zeiten gegangen, wo du nicht gewusst hast, was stimmt überhaupt. Fake News überall. Ich will dir aber etwas sagen, weißt du was, die Bibel hat keine Fake News, sondern hat Facts. Und wenn Gott sagt, er liebt uns, dass seine Liebe so gross ist, wenn der Paulus sagt, wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weißt du was, dann gibt es keinen Zweifel mehr bei uns, dass es wirklich so ist. Und er schließt dann damit und sagt, schau, ich werde euch den grössten Beweis geben, dass Gott euch liebt, dass Gott dich liebt, wie niemand anders dich liebt auf dieser Welt. Und das ist der. Stellt euch vor, ihr hättet ganz, ganz etwas Kostbares, ganz etwas Wichtiges in eurer Familie, etwas, das ihr über alles liebt. Und ihr wüsstet beispielsweise, die Person hat ein Riesenproblem, Gesundheitsproblem, und ihr könntet durch euren Tod, wenn man vielleicht ein Organ oder so würde geben, ihr könntet dieser Person das Leben retten. Aber es wäre das Ende von ihm. Würdest du es machen? Ich glaube, immer von uns würde es gerade so spontan sagen, ja, natürlich, selbstverständlich. Ich glaube, wir würden es uns alle wirklich gut überlegen, wäre ich bereit für das? Jetzt überleg dir, würdest du dein Leben geben für den Nachbarn, für die Person in deinem Leben, die dir so viel Leid zugefügt hat? Würdest du dein Leben geben für jemanden, der dich vielleicht mehrmals in deinem Leben tief verletzt hat? Würdest du geben für jemanden, wo du weißt, hey, die Person, wenn immer es eine Möglichkeit gibt, sie ist so gemein, redet so negativ über mich. Würdest du dein Leben geben für sie, dann würdest du sagen, ich bin nicht blöd. Und liebe Freunde, genau das hat Jesus gemacht für uns. Wo wir noch seine Feinde gsi sind, wo wir nichts von ihm wollen wissen, wo wir Gott den Rücken gekehrt haben, wo wir unseren eigenen Weg gegangen sind, dort hat Jesus sein Leben gelassen, am Kreuz von Golgatha für uns, als wir noch seine Feinde waren. Und der Paulus sagt, das ist die Liebe von Gott. Das ist die Liebe von Gott. Und ich kann nur beten, Geist Gottes, hilf du uns heute Morgen, eine neue Erkenntnis wirklich zu haben von dieser Liebe Gottes. Du sagst, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und er meint damit, hey, du hast etwas erfahren durch die Liebe Gottes, wo Bestand hat, wo eine anhaltende, nachhaltige Wirkung in deinem Leben wirklich auch hat. Ich möchte mit euch ins Gebet gehen und einfach vor den Thron Gottes kommen. Und ich möchte wirklich ganz gezielt beten, dass Gott heute Morgen dir eine neue Offenbarung von seiner Liebe gibt. Eine neue Offenbarung, wie wertvoll du bist in seinen Augen. Eine Begegnung zwischen dir und Jesus heute Morgen, wo dein Herz neu berührt, dein Herz frei macht, dein Herz heil macht. Und ich bitte dich, Geist Gottes, du bist der Einzige, der uns Gottes Wort wirklich aufschliessen kann. Dass es nicht nur Worte sind, sondern dass es eine Kraft wird in unserem Inneren. Und ich bitte dich jetzt, Geist Gottes, komm du und tauch du Menschen so ganz neu in deine gewaltige Liebe.
Lass Menschen, Jesus, die vielleicht immer wieder Zweifel haben an deiner Liebe, die immer wieder vielleicht auch Zweifel kommen, Jesus, lass sie diesen Zweifeln heute Morgen wirklich Türen zumachen. Gegenüber den Zweifeln Türen zumachen und sagen, nein, ich halte mich fest wirklich am Wort von Gott, wo redet, dass die Liebe ausgegossen ist in meine Herz, in mein Herz durch den Geist Gottes. Ich bitte dich für Menschen, Jesus, die sich vielleicht innerlich irgendwo dir gegenüber wie distanziert haben, wo die erste Liebe nicht mehr so brennt wie auch schon. Dass sie heute Morgen dürfen kommen zu dir, dass es, Herr, wirklich eine Erweckung, ein Revival dürfen geben von dieser Liebe, Jesus, von dieser Liebe, die sie haben in ihrem Herz, auch zu dir. Jesus, ich bete für Menschen, die da sind, die irgendwo in ihrem Herz vielleicht immer wieder auch sich verschlossen haben gegenüber deiner Liebe, gegenüber deinem Ziehen, gegenüber deinem Rufen. Dass sie heute Morgen ihre Waffen können ablegen. Dass sie den Schild, wo sie vielleicht dir gegenüber etwa dir aufheben, dass sie den Schild können auf die Seite tun und sagen, Jesus, wo ist ein Gott, der liebt wie du? Wo ist ein Gott, der verzeiht wie du? Wo ist ein Gott, der Erbarmen hat wie du? Wo ist ein Gott, der Geduld hat wie du? Ich glaube, dass Jesus heute jemandem zuruft und sagt, lass dich neu lieben von mir. Lass dich neu lieben. Lass die Nähe zu. Glaub mir, niemand wird deinem Leben näher kommen können als Gott. Denn niemand kann seine Liebe ausgüssen in dein Herz als nur Gott. Und er sucht Nähe zu dir. Er sucht Nähe zu dir. Er will deinen Glauben stellen auf ein solides Fundament. Und das ist eine tiefe, tiefe Geborgenheit in seiner Liebe. Jesus, ich möchte dich bitten für Menschen, die da sind heute Morgen, die vielleicht sehr viel Liebloses erlebt haben. Dass sie heute Morgen diese Sachen nehmen können, können loslassen, können vergeben und sagen, hey, die Liebe, auf die ich wirklich hoffen darf und will, Jesus, das ist doch deine. Das ist doch deine Liebe. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hey, ich bitte dich, Geist Gottes, dass Menschen jetzt deine Stimme dürfen hören, an ihrem Platz, wo sie sind. Die Aussage von dir, wo du sagst, ich habe dich je und je geliebt. Aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen. Die Aussage von dir, wo Menschen hören, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Aussage, wo du sagst, seht, was für eine Liebe der Vater hat. Jesus, ich möchte dich bitten, tauch du heute Morgen Menschen rein in deine Liebe. Tauch du sie ein, Jesus. Tauch sie ein. Dass ihr das ganze Leben, ihre ganzen Gedanken erfasst und erfüllt werden von der Liebe Gottes, dass sich nichts mehr dem gegenüber sperrt. Jesus, ich glaube, dass da ein Mensch ist heute Morgen, der muss wie von dir überwunden werden. Ich spüre, da ist jemand heute Morgen da, wo irgendwo du sperrst dich in deinem Inneren dagegen. Du willst es wie nicht zulassen. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht sind es Ängste. Vielleicht sind es Unsicherheit. Aber ich weiß eins. Hey, öffne doch Jesus dein ganzes Herz heute Morgen. Öffne dein Herz für seine Liebe. Er will dir nahe kommen. Er will dir jetzt eine Begegnung geben mit ihm. Vielleicht sagst du, ich bin nicht würdig. Das Einzige, was dich würdig macht bei Gott, ist, dass du deine Hoffnung aufs Blut von Jesus setzt. Das Blut
Blut, das vergossen worden ist für dich. Das Blut, das dich gerecht spricht. Das Blut, das von einem besseren Bund spricht. Als der Bund, wo die Menschen früher drin waren, wo sie sich erhofft haben, durch gute Werke Gott zu gefallen. Es ist ein Gnadenbund. Es ist ein Bund von der Liebe. Es ist ein Bund, den Gott erfüllt hat für dich. Jesus, Jesus. Und Herr, so wollen wir heute Morgen einfach auch in dieser Zeit vom Gebet ins Abendmahl gehen und möchten miteinander jetzt dir auch begegnen. Du hast gesagt, dass du dein Blut vergossen hast für uns am Kreuz. Du lädst uns ein, heute Morgen zu dir zu kommen. Ich möchte das Team jetzt bitten, zu kommen. Jesus, wir kommen deinem Gebet zu dir. Du sagst, und hast deinen Jüngern gesagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Besiegelt durch dein Blut. Und Jesus, wir danken dir wirklich, dass du dein Leben gegeben hast, was wir feiern, mit der Erinnerung vom Brot. Wir danken dir und feiern deine Vergebung, die du gebracht hast durch das Blut von dir, wo uns auch reinigt, wo uns die Sünde, uns daran erinnert, dass du uns die Sünde weggenommen hast. Ein Bund in deinem Blut. Ein Bund, wo du mit uns Menschen eingegangen bist. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Und ich möchte dich wirklich einladen, dass du das jetzt auch darfst feiern an deinem Platz. Die Liebe Gottes darfst feiern, den Frieden mit Gott darfst feiern. Und ich möchte dich einfach einladen, heute Morgen auch an deinem Platz, gerade jetzt auch zu warten, dass Gott auch Zeichen und Wunder tut. Wenn du da bist mit einer Not, wenn du da bist mit einer Krankheit, ich will jetzt beten für dich, dass Gottes Kraft dich durchdringt, dass der Geist Gottes dich durchdringt und dass Schmerzen dürfen gehen, dass Krankheiten dürfen gehen. Er ist immer noch der Gott, der heilt. Und er hat auch die Heiligen erworben am Kreuz von Golgatha für dich. Und Jesus, ich bete heute Morgen einfach für alle die Teil sind von dem Gottesdienst, durchdring du Menschen. Mit deiner heilenden Kraft, durchdring du Menschen mit deiner befreienden Kraft, mit dem Sieg vom Kreuz von Golgatha. Herr, Menschen, die sich ausstrecken, Menschen, die wie der Gelähmte bei den Tempelpforten aufschauen und Glauben in ihren Herzen entsteht. Herr, ihren Glauben soll nicht enttäuscht werden, ihren Glauben soll empfangen, was Gott für sie erworben hat, was Jesus am Kreuz von Golgatha für sie vollbracht hat. Oh Jesus, ich danke dir. Ich danke dir und ich will dich wirklich einladen, dass du hörst an deinem Platz auf den Geist Gottes. Und wenn der Geist Gottes dir sagt, hey, ich heile dich jetzt oder ich tue jetzt das Werk von der Erneuerung, dann nimm es auch an und fang Gott Danke sagen für die Zusage, für das Wort, das du auch innerlich in deinem Herzen empfängst. Und sag ihm einfach, danke Jesus, an deinem Wort halte ich mich fest, an deiner Zusage halte ich mich fest. Halleluja, Halleluja. Oh Jesus. Jesus. Hey, und wenn du das Abendmahl genommen hast, komm, dann lass uns doch miteinander das wirklich feiern. Stehen wir auf an unseren Plätzen und fangen wir an, Jesus zu verherrlichen. Fangen wir an, Jesus einfach zu danken. Zu danken für den Frieden, zu danken für die Freundschaft, zu danken für die Versöhnung, zu danken für die Vergebung, zu danken zu sagen für sein wunderbares Werk. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn du es empfangen hast, stehen wir doch auf miteinander und preisen wir ihn, feiern wir ihn, loben wir ihn, danken wir ihm. Oh, er soll wirklich unseren Jubel an dem heutigen Morgen empfangen. Oder wie es heisst in der Bibel, dass wir einem Gott sollen zujubeln in unseren Herzen, zujubeln, dass unser Mund soll bekennen, was er Grosses für uns da hat. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott näher kommen konntest. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488, mit dem Keyword Silben und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silben.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.
Thank you.